Künstliche Intelligenz im Handel. Was wird uns denn da zukünftig erwarten? Was ist Science Fiction? Was findet heute schon statt? Was ist vielleicht auch völlige Spinnerei und wird uns nie erwarten? Ich erzähle euch das jetzt mal. Fachwissen zu künstlicher Intelligenz, High-Performance-Computing und Cloud. KI rühmt sich des Rufs, nahezu jedes Problem lösen zu können. Und das in fast jeder Branche. Kann auch der Handel von künstlicher Intelligenz profitieren? Auf jeden Fall. Das kann man mal grob trennen nach den Dingen, die auch den Kunden direkt berühren. Zum Beispiel die Erfassung von Reaktionen von Kunden auf Werbung, das Messen von Emotionen und Bewegungen betrifft. Die andere Seite ist aber halt eher im Backend, im Betrieb eines Handelsunternehmens. Das könnte sein die Wareneingangskontrolle, wo zum Beispiel die Frische von Gemüse durch KI perfekt erfasst werden kann. Welche Innovationen bietet künstliche Intelligenz dem Handel? In der Tat kennen die meisten von uns, glaube ich, von großen Online-Händlern schon seit Jahren optimierte Produktempfehlungen. Das ist im dramatischen Wandel. Also erstens werden die Produktempfehlungen immer besser. Zum anderen bewegen wir uns aber zum Beispiel weg von so einer Katalog- oder rein suchebasierten Vorgehensweise, sondern ich gehe da rein mit Fotos von mir und kriege Designvorschläge. Und mir wird auf Basis von KI ein komplettes Outfit vorgeschlagen. Also da bewegen wir uns ordentlich vorwärts. Welche weiteren Einsatzzwecke für künstliche Intelligenz gibt es im Handel? Ja, wir alle kennen vermutlich das traditionelle Prinzip, wo die Tankstellenpächter quasi immer die Preise der umliegenden Tankstellen an die Zentrale gemeldet haben und so wurden neue Preise gebildet. Heute wissen wir aber, wann wie viel Autos wohin fahren. Das heißt, die Zahl der Einflussfaktoren, das ein Großevent um die Ecke und so weiter, die Zahl der Einflussfaktoren wird größer und die künstliche Intelligenz gibt uns jetzt viel besser die Chance, zeitnah und zielgenau darauf zu reagieren. Wer profitiert von KI-Lösungen im Handel? Das Interesse des Handels ist natürlich, mehr Umsatz zu generieren, aber auch Kosten zu senken. Gerade im Online-Handel ist natürlich so, dass man auch versucht, Rücksendungen zu minimieren. Je besser ich das Kundeninteresse getroffen habe, kann ich enorme Kosten sparen. Und der Kunde hat ja auch nicht sehr viel Spaß daran, 7 Outfits daheim auszuprobieren. Beispiele bitte. Welche Vorteile bietet der Einsatz von künstlicher Intelligenz einem Handelsunternehmen? Also auf der Kundenseite im Store ist eine sehr eingängige Lösung zum Beispiel Diebstahlsprävention, ja, wo zum Beispiel eine künstliche Intelligenz sehr gut an der Kasse, ohne den Kunden zu belästigen, prüfen kann, ob noch irgendwelche Artikel im Warenkorb sind, die da nicht sein sollten, die kassiert werden müssen. Auf der anderen Seite ganz klassisch natürlich so im Backoffice zum Beispiel Optimierung von Einkaufsprozessen, Margenoptimierung. Ein Blick in die Glaskugel. Wie werden wir KI-Lösungen im Handel in der Zukunft erleben? Wir bewegen uns auf jeden Fall halt zu mehr fühlbarer KI für den Kunden. Es ist aber auch für den Handelsbetreiber natürlich eine super Sache. Er kann viel einfach 24-Stunden-Betrieb machen und den klassischen Diebstahl, den werden wir im Handel, glaube ich, so nicht mehr sehen. Weitere Infos gibt's auch im KI-Whitepaper. Kostenlos zum Download. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Weitere spannende Details rund um künstliche Intelligenz, High-Performance Computing und Cloud gibt's auf diesem Kanal. Abonnieren und Glocke klicken. Appetit auf KI? Wenn Sie KI-Projekte im Unternehmen umsetzen möchten, melden Sie sich gerne direkt bei uns.